Also Eis soll ich jetzt suchen oder was? Dann ja. Im Kühlschrank, ne? Kühltruhe. Haben wir eine Kühltruhe? Und das fand ich jetzt cool, wie er zusammengebrochen ist, weißt du so? Mir geht's auch nicht gut. Yay! Ah, hier. Hm? Mehr Eis haben wir nicht? Das ist zu wenig, um das Fieber herunterzubekommen. Ich muss woanders suchen. Kann ich nicht einfach welche machen? Oder dauert das zu lange? Ja. Ja, und wo? Kauf welche bei, oder so, beim Restaurant oder so. Are you sure? Oder am Anfang da in dem Empfangsgebäude oder so. Irgendwo kann man immer sowas kaufen. Nee, guck. Ach, Medikamente. Hier im Badezimmer oder was? Oder wo hat man denn Medikamente? Ja. Hallo, sind hier Medikamente? Gibt es hier irgendwo Medikamente? Eine ungeöffnete Packung Zahnpasta. Ja, die schmier ich Ihnen ins Gesicht. Ein nagelneues Stück Seife. Ja, die schmier ich Ihnen ins Gesicht. Könnte denn hier Medikamente sein? Das sind auch keine, ne? Nein, rasier ihn! Dahinter mir sehe ich doch was im Spiegel. Da, das ist Reiniger. Schüttel ich ihn ins Gesicht. Ja, Flüssigreiniger. Trink das! Vor allem haben wir das alles schon mal aufgemacht und ich weiß nicht, was wir haben. Schwämme. Genau, jetzt finde ich bestimmt so ganz viele Medikamente und irgendwie, weil der Fall medikamentenabhängig ist oder so. In deiner Tasche vielleicht waren da irgendwie Aspirin oder sowas drin. I don't think so. Nein. Aber da, in Papas Tasche. Hm. Papas. Hä? Hat man das in sowas in der Küche irgendwie, oder? Ja, ich kann auch gar nicht mehr. Vielleicht oben sogar. Das sind Medikamente, stehen da neben der Spüle. Vielleicht oben sogar. Ja, einfach so neben dem auf dem Nachtschrank steht. Mit Tabletten. Jetzt ist er tot. In der Schublade. I don't think so. Guck mal, da steht nämlich schon Wasser und so dafür. Alter. Da, das ist eine Spritztasche. Oh nein. Keine Medikamente, kein Eis, kein gar nichts. Man muss einfach alles anfangen. Er muss sterben. Was mache ich jetzt? Vielleicht krieg ich sie irgendwo anders auftreiben. Ja. Also ich würde jetzt mal zu Bob gehen. Ja. Schon betroffen. Vielleicht Dörrfleisch, das hilft. Oder zu hier scheiß heulende, meckernde Scheißnerven. Nee. Sie gibt nichts. Was? Der? Nein. Sie soll lieber sterben. Ich bin eine Basketballpiratin. Graf, lern mir spucken. Nein. Lern mir spucken. Nein. Lern mir spucken. Ja, das ist so geil. Mega lange. Keine Ahnung vom Weltraslam. Ja, du hast das Krieg gespielt. Du hast das Krieg gespielt. Ja, geh zu ihm. Der Psycho hat bestimmt Medikamente. Ja, ja, man kann es mal versuchen, oder? Ja. Hallo, ich brauche dringend Medikamente. Nein, du musst klingeln. Da klopft. Nee, da tut sie so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann musst du wieder zurück zum Ich will doch auch zu Bob. Wo wohnt er? Dr. Bob! Ach so, deswegen. Der hat bestimmt mal. Nee, ganz eigentlich. Doch. Und jetzt nach oben. Und wo wohnt nochmal die Nervige? Hä, guck mal. Ist das schon immer so ein Auto? Keine Ahnung. Da liegt doch irgendwas. Eine Dose zum Recyceln. Ich muss das merken. Hallo, ich brauche Eis. Ja, der hat bestimmt Eis. Bob, bitte, ich brauche Hilfe. Oh, stimmt das nicht? Ist etwas passiert? Du siehst aus, als ob du einen Geist gesehen hättest. Ich brauche Eis. Eis? Wozu denn? Für Getränke. Jemanden zu kühlen? Jemanden zu kühlen. Gott.
Ich muss jemanden kühlen. Und der. So, so. Matt hat starkes Fieber und ich will das mit Eis senken. Matt, Moment, das ist dein Freund, der meinen Burger so mochte, oder? Wenn er gesagt hätte, dass er den nicht mag, hätte er gesagt, nö, den nehme ich nicht. Ja, er wurde im Regen nass und hat sich erkältet. Jetzt hat er Fieber. Nee, das ist was anderes, das soll nicht so sein. Oh, das klingt gar nicht gut. Ja. Verstehe, Ashley. Warte du hier, ich schließlich kann ich den Verlust meiner jugendlichen Kundschaft nicht vertreten. Hä? Hä? Er ist im Boden verschwunden. Oh nein, nicht schon wieder! Kühldings kaputt. Das kann wohl nicht wahr sein. Was ist denn? Meine Eismaschine hat sich mal wieder heimlich, still und leise aus dem Dienst verabschiedet. Oh, da würde ich sie nicht bezahlen. Was, ehrlich? Ja, leider hat sich niemand krankgeschrieben. Ich hatte sie verschrotten lassen sollen, aber es ging irgendwie immer. Im Online-Shop brauchst du es nicht. Mein Glück hat sie mich aber verlassen. Was? Es tut mir wirklich leid, Ashley. Da kann man nichts machen. Aber was mache ich nun? Naja, hast du die ihm Medikamente ergeben? Nein. Wir haben nichts im Haus und er will auf keinen Fall zum Arzt. Er hasst Ärzte, was? Vermutlich. Ich hasse die Ärzte auch, die Musik ist zum Kotzen. Ich weiß, wie er sich fühlt. Scheiß Arschloch. Ärzte, ich kann sie auch nicht ausstehen. Ich hoffe, ich muss nie wieder einsehen. Oder hören. Naja, es gibt was Besseres zu tun, als die Ärzte zu hören. Was soll ich jetzt mit ihm machen? Ich habe eine tolle Idee. Ich habe ein Gewehr und damit gehst du mit ihm im Wald und dann... Seine Schmerzen geht ganz schnell vorbei. Was für eine Idee haben Sie denn? Du erinnerst dich doch an meine letzten Unterhaltung? Nee, kannst du die bitte nochmal alles wiederholen? Es ging um Charlotte, die alte Frau, die inmitten der vielen Felder wohnt. Die hat bestimmt auch Kräuter. Ja. In ihrem Garten baut die hunderte von Kräutern an. Die ist hier für die Mittelchen bekannt. Ich sag dir was, das ist ganz geiles Zeug. Nach einem Jahr Zaubertränke ist man nu wieder auf den Beinen. Oder ein Frosch. Ja! Nimmt bestimmt dieser, ne? Der im Kiosk da hinten. Nee, der raucht das. Ja, meine ich das. Ihre Tränke können heilen? Oh ja, meine Freunde haben es schon mal ausprobiert. War wie Magie oder Hexerei oder Drogen. Meinen Sie, sie wird mir helfen? Naja, spricht nichts dagegen, einfach zu fragen. Das Problem ist, Charlotte kann ganz schön scheiße sein. Wenn man sie schlechte Laune erwischt, ist sie nicht sonderlich hilfsbereit, meine ich. Charlottes Haus steht direkt hinter dem halbfertigen Haus. Alles klar, ich gehe sofort zu ihr. Vielen Dank, Bobby. Keine Ursache, ich hoffe, du bekommst deine Medizin. Und... Ich weiß nicht, dass ich einfach ganz viel Medizin nehmen will. Hihihi. Lauf mir mal den Weg über alles gut. Keine Ahnung, rechts? Nein! Egal, ob jemand stirbt, Zeit für Dosen aufheben ist immer. Denn die Umwelt ist wichtiger als Menschen. Ja, dann kann ich sie auch gleich recyceln, weil ihr nämlich ein Automat steht. Ha, das Leben steht auf dem Spiel und das ist mir egal. Das Leben. Und wofür könnte man die nochmal verwenden? Für einen Kaugummiautomaten? Und dann isst man das und dann sagt die, oh, Zitrone. Ja, das ist dieser Megachip. Was bringt der nochmal? Ui, ich habe eine Marke erhalten. Ja. Hey, da ist ja auch eine dieser seltenen Sammelmarken dabei. Souvenirmünze erhalten. Was könnte man damit? Ich hab's vergessen. Ich glaube, da am Anfang im Shop krieg ich was auch so. Ja, jetzt da ganz nach hinten laufen. Nee, andere sei es hinten. Da. Ja, aber ich sehe da kein halbfertiges Haus. Halbfertiges Haus! Jesus. Wo bist du? Hallo! Schauen wir mal. Claudi-Kräuter einfach. Nee. Da kriegt man Ärger. Ärger will ich nicht. Alte Dame, hässliche, verrunzelte Warzenoma mit. So mega Hängetitten, dass sie was immer gebückt gehen musste. Entschuldigen Sie das schlechte Niveau, aber das war ein Zitat. Ach, ja, das ist ja auch die Frau von dem, der das gebaut hat. Ach ja. Wir sind jetzt erst. Oder die Tochter. Hallo? Keine Antwort. Hey, die Tür trägt das gleiche Wappen wie die des Glockensturms. Kann ich nicht mal ins Fenster klopfen?
Die ist da bestimmt im Gartenhäuschen. Ja, so Schuppen klopfe ich mal. Ich bekomme sie nicht auf. So, jetzt müssen wir es echt klauen und dann werden wir erwischt. Ach, ach, ach. Ist sie da drin? Würdest du nicht mal für Leben klauen? Doch. Hey, du Backfisch! Was? Huch! Backfisch? Wer beleidigt denn Leute als Backfisch? Das hier ist mein Gewächshaus, Kleine. Ich mag's nicht, wenn Leute hier herumtrampeln. Das ist kein Spielplatz. Nicht schnüffeln! Schnüffeln! Tut mir leid. Moment mal, du warst vorhin schon hier, oder? Was willst du diesmal, ne? Ich bitte vielmals um Entschuldigen. Die Charlotte? Ich habe kein Entschuldigen für dich. Und wenn das so wäre? Ich bin hierher gekommen, um sie zu sehen, Charlotte. Sie sind in unserer Stadt bekannt von ihrer Schönheit. Ich heiße Ashley Mitsuki Robinze. Hallo! Und was ist das für ein Akzent? Was willst du von mir, Ashley Mitsuki Robbins? Ich möchte sie um einen Gefallen bitten, Charlotte. Kind, wer hat dir eigentlich erlaubt, mich beim Vornamen anzusprechen? Diese Anredeform ist eine unglaubliche Unart. Kinder haben Eltern Respekt entgegenzubringen. Okay, dann Smeargul. Aber ich wollte doch nur... Niemand außer meiner eigenen Familie darf mich Charlotte nennen. Mein Name ist Charlotte Graham. Für dich bin ich Mrs. Graham, verstanden? Charlotte Graham. Hobbys spielt im Rollen in Der Hobbit und Herr der Ringe. Voll durcheinander. Ja, Charlotte. Das klingt gleich viel besser. Jetzt erzähl, was heißt dich? Ich muss Sie etwas fragen. Ist das Ihr Lebkuchenhaus unter der Haus? Na los, spuck schon aus. Ich habe doch nicht den ganzen Tag Zeit. Mein Freund hat starkes Fieber bekommen. Fieber? Das wird eine banale Erkältung sein. Na, naja, und wieso kommst du da zu mir? Ich wollte sie anstecken, und weil sie so alt sind, werden sie daran sterben. Ich hatte gehofft, sie könnten ihre Kräutermedizin geben. Ja, das ist ja ein Ding. Verrat mir eins, Ashley Mitsuki Roberts. Welche Plappermaul hat dir von meiner Kräutermedizin erzählt? Die ist geheim und illegal. Bob, der Besitzer des Restaurants. Na, da brat mir doch einer einen Storch. Deine recht knusprig. Tja, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich kann nicht nein sagen, wenn dich Bob hierher geschickt hat. Der ist so sexy. Charlotte. Oh, ich meinte Mrs. Charlotte. Sind Sie mit Bob befreundet? Befreundet? Mit diesem Fischfanatiker? Niemals. Oh, aber ich schulde ihm was. Ziemlich viel. Wie kommt das? Naja, kein Geld oder sowas. Eines Tages, das war die andere Form. Es ist schon länger her, bin ich im Regen böse gestürzt. Meine Hüfte war geprellt und ich konnte nicht aufstehen, so steif war ich. Und seine auch. Da ist dieser Riesenkerl aufgetaucht und hat mich wie nichts abgehoben und nach Hause getragen. Muss ich schnell überspielen. Nein, ich hatte ja keine Ahnung. Und allein schon deswegen kann ich dich nicht ignorieren, wenn er dich schickt. Und selbst wenn mir danach wäre. Aber genau das Geplappers, sag mir genau, wann hat dein Freund den Fieber bekommen? Gelappers, Geplappers. Du hast zweimal genau eingebaut, obwohl es nicht. Als es vor einer Weile zu regnen anfing, wir waren draußen und wurden nass, dann hat er sich auf einmal ganz heiß angefühlt. Verstehe. Und wie fühlt er sich jetzt an? Beschreibe seinen Zustand. Ja, er hat gelbe Flecken am Kinn, sein und Haar blaue Punkte, und wenn ich mir was wünsche, geht's in Erfüllung. Sein Haar ist blau. Oh, tschüss. Ich möchte das nicht verstehen. Beschreibe mir genau den Zustand und du gehst einfach weg. Wo waren wir? Was ist denn? Also, mit Matt war das so, dass er schon nieste, bevor es richtig zu regnen anfing. Dann waren seine Klamotten durchweicht. Plötzlich, also es hat geregnet und plötzlich waren seine Klamotten durchweicht. Und wir liefen nach Hause. Da brach zusammen, aus seinem Mund kam ein Elefant galoppiert. Also war es ein plötzliches Fieber. Ja. Was macht er jetzt? Er tanzt Samba, nackt, im Bett. Wie geht das denn? Er ist 13. Achso, dann geht das. Das war der Junge, mit dem Sie mich vorhin hier gesehen haben. Ah, dieser Strolch, ich erinnere mich. Er sollte sich mal die Haare kämmen, sag ihm das. Ja, hilft das? Wie heißt er denn? Matt Crusoe.
Wie bitte? Matt Cree, so sagst du, das hätte sie nicht verraten dürfen. Ja, kennen Sie ihn, Mrs. Graham? Nein, nein, sei nicht immer so neugierig. Warte hier einen Moment, Ashley. Schlecht überspielt, jetzt geht sie weg und holt den Ring. Und nicht... Und dann sieht sie raus, dass der Ring weg ist.